Ja, unser Thema heute, wir haben einen Haufen Ausfälle, einen Haufen Leute müssen sich das zu Hause angucken. Ich nehme mal die Überschrift in groß zu Anfang. Wir wollen heute allerlei Formeln umstellen, vor allem physikalische Formeln, aber vielleicht kommen wir auch auf chemische Formeln. Und wie geht man damit um? Wie verwendet man die? Was macht man? Das ist eine einfache Übung, eine Übung für zu Hause. Ich werde also immer die Formeln hinschreiben, wie zum Beispiel, wir wollen mal umstellen. M ist gleich F mal L. Wir wollen also noch keine Werte einsetzen, sondern wir sagen, wir wollen mal L alleine stehen lassen. Und dann mache ich also eine Pause, so wie jetzt. So, und wenn ihr das dann zu Hause auch so gemacht habt, also richtig durch F geteilt in diesem Fall, weil L ja alleine stehen soll, denn mal F stört uns, dann ist die Formel soweit einsatzfertig. Einsatzfertig meine ich, wenn wir jetzt Werte haben für M und für F, dann können wir die hier einsetzen und haben sofort unser L. Wir erinnern uns, wenn wir das anders machen, geht das genauso gut. Wenn wir also in diese originale Formel was einsetzen, wie zum Beispiel na, 12 Newtonmeter ist gleich, nehmen wir mal ein ganz einfaches Beispiel, 4 Newton mal L, dann müssen wir jetzt jedes Mal mitschleppen. Nochmal, L soll alleine stehen, ne? Deswegen steht ja jetzt nur L da. Und wir gehen jetzt bei und sagen, wir teilen durch 4 Newtonmeter. Guckt mal schon, der Schritt heißt geteilt durch, geht noch auf beiden Seiten. Aber hier schreibe ich nur ein Zeichen, hier muss ich schon zwei Zeichen schreiben. Jetzt habe ich hier schon mehr Zeichen geschrieben, jetzt habe ich also 12 Newtonmeter wieder abzuschreiben, statt nur ein M und teile durch 4n ist gleich L. Ich kürze die Einheiten weg, das ist alles gut und schön, aber ich muss hier mich um erstmal viel kümmern. Ich komme genauso dahin. Das ist nicht das Problem, schreibe sauber ab, übrig bleibt die 3 und das Meter, die anderen Einsen, die können wir uns schenken, also steht dann hier 3 Meter ist gleich L. Gut, das geht wie gesagt immer. Die rechte Seite, die funktioniert immer. Wenn man sich mit der nicht ganz einig ist, nicht ganz sicher ist mit dem Formeln umstellen, kommt man so immer hin. Aber die Schreibarbeit ist wesentlich geringer, wenn man die Formel gleich umstellt. Noch was, es gibt Leute, die machen folgenden Fehler, die lernen auswendig, M ist F mal L. Und L ist dann M durch F. Und F ist dann M durch L. Und das lernen die alles dreist auswendig. Ist schade. Das muss man nicht machen. Wozu Formeln auswendig lernen? Wir haben dafür ein Tafelwerk, da gucken wir nach. Und das Umstellen von Formeln, das üben wir heute, sodass ihr ganz fit seid und eigentlich gar nicht mehr wissen müsst, außer diese Fähigkeiten. Denn dann könnt ihr jederzeit was herstellen. Gut, nächstes Übungsbeispiel schreibe ich gleich hin. Ich mache mal kurz Pause. Nächstes Übungsbeispiel, also oder erstes Übungs. Erste Übung heißt R ist U durch I. Was R und was U und I heißt, soll uns komplett egal sein. Wir suchen I, das steht unter dem Bruchstrich. Also darauf bitte achten und dann weitermachen. Ich mache wieder Pause. Es gibt zwei Wege. Entweder ich zeige beide Wege. Entweder ich sage mal I, fange ich damit an. Dann habe ich R mal I ist gleich U und teile dann nochmal durch R. Dann habe ich I alleine stehen, ist gleich U durch R. Gut. Jetzt kommt der andere Weg. Erst durch U, also ich schreibe es nochmal hier rechts daneben, R ist U durch I. Erst durch U geht auch. Dann müssen wir nur höllisch aufpassen. Dann steht hier R durch U ist gleich 1 durch I. Warum? Nochmal, wenn ich durch U teile, dann stünde R durch U ist gleich, das ist die Zwischenzeile, die wir mittlerweile weglassen, U durch I und U. Jetzt kürzen sich die U's, deswegen bleibt hier oben die 1 stehen, hier. Das ist diese spannende 1, das ist die. So, und jetzt stürzen, das geht nämlich auch dieser Weg. Dann habe ich hier auf der Seite U durch R ist gleich I durch 1. Das kann man sich denken, ne? Durch 1 hier. Das wäre jetzt unnötig. Also das Letzte, das kann man dann lassen. Dann schreiben wir das gleich so hin, wenn wir da Profis sind mittlerweile, dann geht das. Beide Wege sind genauso viel wert. Moment. Beide Wege hier. Ich mache nochmal hier einen Trennstrich. Beide Wege, rechts und links, sind gleichwertig schön. Die gehen, guck mal. 1, 2, 3 Zeilen, 1, 2, 3 Zeilen, die gehen beide. Entweder ich mache das erst so und komme dann zu I ist U durch R, oder ich mache das gleich so, dass ich durch U teile, ein bisschen aufpassen muss und dann stürze, komme ich auch hin. 3 Zeilen. Jetzt kommt noch eine andere Variante.
Also, Moment. Jetzt kommt noch ein anderer Vorschlag. Und zwar erst stürzen. Dann steht hier 1 durch R ist I durch U. Na, Frau Möwe. Ja, wir befinden uns hier in Wismar, deswegen. Oh Mensch, ist aber gut. Die lacht über mich. Gut, 1 durch R, das ist die Gefahr. Hier steht ja ein stilles durch 1, ne? R durch 1 steht hier ganz still und das darf man nicht vergessen und da können Fehler draus rühren, genauso wie man mit dieser 1 meistens Mist macht. Okay, jetzt ginge es aber genauso weiter, wenn ich jetzt mal U nehme, mal U, dann steht hier 1 mal U, also U durch R ist gleich I. Auch dieser Weg, die Wege, die sind alle gleichwertig gut, nur man muss höllisch aufpassen beim Stürzen, dass man dann wirklich auch die 1 nicht vergisst. Gut. Nächstes Beispiel, a ist Pi mal r Quadrat und wir möchten bitte das pure r da lassen. Also ich will kein r Quadrat sehen hinterher, sondern r.